Moin und herzlich willkommen zu einem Hallo. Neuen Testvideo. Voll unterbrochen. Egal. Herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, das wir ja nicht so oft machen. Es ist etwas extrem Besonderes oder es ist irgendwas vorgefallen, was extrem wichtig ist. Vorgefallen. Ja, und es ist Mitteilungs... Ich fühle mich verpflichtet, euch das hier mitzuteilen. Sagen wir so. Wir haben ja morgen den 1. März 2024 und damit starten wir in die Weihnachtssaison. Ja, weil jetzt sind wir mal drauf gekommen, dass Müllermilch irgendwann vor Weihnachten, ich bin mir gar nicht sicher, ein paar Special Edition Sorten hatte. Wenn man keine Werbung guckt, sondern immer nur Netflix, kriegt man sowas halt nicht mit so wirklich. Aber Hauptsache, wir sind jetzt noch in den letzten Zügen dieser Limited Edition drauf gekommen. Ich war extra noch in Rewe nach der Arbeit, bin vorhin nach Hause gekommen. Jetzt sitzen wir hier und würden sehr, sehr gerne, sie ist noch kühl, Müllermilch Zimtschnecke probieren. Saison. Genau, Müllermilch Zimtschnecke. Ich bin echt mal gespannt. Ich esse das Teilchen ja schon sehr gerne. Zimtschnecken sind geil. Zimtschnecken sind absolut geil. Esse ich super gerne. Da habe ich gedacht, okay, als Getränk kann ich mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Kannst du dir das vorstellen, Amy? Müllermilch, Zimtschnecke? Hm? Also zimtlastig wird es sein, aber als Müllermilch in Teilchenformat. Es war ein Saisonprodukt für den Winter, der ja jetzt endet, aber meteorologischer Frühlingsanfang ist Ist komplett an uns vorbeigegangen. Und gestern waren wir in einem Supermarkt und da war das im Angebot und dann haben wir gedacht, ey, was ist das? Mhm. Jo, gell, Amy? Ne? Also, lecker, ja? Okay. Ja, also wie gesagt, ein Saisonprodukt, Müllermilch, Typ Zimtschnecke, gibt es, glaube ich, noch Typ Schwarzwälder Kirsch. Sorted Caramel Brownie, also die drei haben wir jetzt auf jeden Fall gekauft und probieren die mal, hier drin sind. Ich nehme mal an, 400 Milliliter sind es. Wir fahren ja Anfang Juli wieder in Schwarzwald, in Kohlenbacher Hof, in der Nähe von Waldkirch. Vielleicht sollten wir dann die Schwarzwaldmilch testen. Ich weiß nicht, ob die Milch sich so lange hält. Nee, ich glaube nicht. War eine scheiß Idee. Oh, wegpiepsen. War eine blöde Idee. Ja. Tu mal. So. Ja, shake it. Guck mal, Amy. Tschakka, 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 tschakka. So. Oh, schäumt. So, wir schütten das in ein Glas rein. Normalerweise bin ich ein Flaschenkind, aber da wir ja beide... Ich trinke lieber aus dem Glas. ...probieren möchten. Schütte ich das in ein Glas rein noch ein bisschen? Alles gut. Ich so, ich rieche erstmal. Riecht eigentlich nicht so zimtig, ne? Riecht eher ja, so ein bisschen. Zieh mal ein bisschen länger. Wenn du den Kolben tiefer reinsetzt. Naja, okay. Ich weiß ja, wie das Teilchen schmeckt. Ich habe jetzt nicht die. Die höchsten Erwartungen habe ich natürlich jetzt nicht, weil so 100% wie ein Teilchen wirst du das nicht hinbekommen. Also probieren es mal. Prost. Prost. Prost, Amy. Oh. Das schmeckt aber voll gut. Lecker. Das ist tatsächlich lecker. Oh, schön zimtlastig. Ja, total. Auch so ein bisschen zuckrig und so ein bisschen so wie auf dem Teilchen, so dieser Guss. Also ich weiß nicht, die meisten kennen ja sicherlich Zimtschnecken vom Bäcker. Jetzt stellt euch das vor, einmal durch den Häcksler getrieben und dann ein Schuss Vollmilch dabei. So ähnlich schmeckt es tatsächlich. Also, riechen tut sie eigentlich, finde ich, jetzt weniger nach Zimt. Es schmeckt ein bisschen tatsächlich besser, wie ich gedacht habe. Darf der Hund das probieren? Nicht. Zucker. Ist total fixiert drauf. Zutaten. Fettarme Milch, Buttermilch, Zucker. Karamell, Zuckersirup, Zimt, tatsächlich ist auch drin. Speisesalz, Vitamin B, bla bla bla. Ja, diese typischen Vitaminzusätze. Zucker sind halt drin, ne? Aber also, keine chemischen Zusätze tatsächlich. Zucker. Normal. Es muss ja süß schmecken. Pro 100 Gramm, also 423 Gramm sind es. Und pro 100 Gramm gerade mal 9,7 Gramm Zucker. Also, ne?
Zutaten fällt einmal Milch, Buttermilch, Zucker steht an dritter Stelle. Aber es schmeckt gut. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, also wir zwei zumindest ziehen uns nicht jeden Tag 5 von den Dingern rein, sondern nee, wirklich ab und zu mal. Ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt Müllermilch also meistens, Fleischwaben darf man nicht machen. Ne? Also, ab und zu bin ich mit dem Aldi und da gibt es ja von Müllermilch Erdbeer, Vanille und Banane, die 3 Standardsorten. Das sind auch meistens die Sorten, wenn ich mal Bock habe auf Müllermilch, wo ich zugreife. Und, aber in einem Discounter bekommt man diese Sondersorten hier nicht. Da müsst ihr schon woanders hin. Habe ich jetzt Aldi gesagt. Da müsst ihr halt zu Rewe, zum Hit, zum... zum Kaufland zum... Habe ich also wenn Edeka, Globus. Wir waren jetzt und so weiter. Rewe. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. In irgendeinem Supermarkt bekommt ihr das auf jeden Fall. Nicht in einem Discounter, da bekommt ihr halt diese Standardsorten. Aber ich habe jetzt Bock drauf gehabt, mal das hier auszuprobieren. Ja, es hat sich halt interessant angehört, auf jeden Fall. Hat man schon fast leer. Hier, Amy, darfst ausnahmsweise mal am Finger lecken. Meinst du bei mir doch schon? Naja, muss ja mittesten. Wenn sie schon also ich muss dazu sagen, der Hund kriegt sonst nie irgendwelche zuckerhaltigen Sachen. Ja, er kriegt ab und zu schon eine Müllermilch-Schoko in den Ja, genau, damit er jetzt sein Futter frisst. Der Hund bekommt das nicht. So, ein bisschen. Prost. So, ja, dann, damit sind wir auch raus hier. Was also, sagen falls manche, man noch die Reste bekommt oder so, probiert es auf jeden Fall mal aus. Manche würden ja sagen, absolute Kaufempfehlung. Einer sagt das immer, das darf ich nicht sein. Und es heißt nachher, ich habe das es schmeckt von irgendjemand geklaut. Es schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Müllermilch, Saisonprodukt. Muss Influencer machen. Ich habe keinen Plan, ich bin zu alt für sowas. Zimtschnecke. Okay, also Müllermilch, Zimtschnecke, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Zimtschnecke von Müllermilch. Wir wollen jetzt nicht auf irgendeine Werbung aufmerksam machen. Okay. Müllermilch. Zimtschnecke von Müllermilch. So, jetzt könnt ihr selber erraten, welche Radiowerbung wir da gerade versucht haben zu kopieren. Also, Kaufempfehlung geht raus, schmeckt lecker und ein bisschen andermal. Achso, vergesst nicht unsere anderen Videos zu gucken. Urlaubsvideos, Musikvideos. Autovideos. Musikvideos. Was haben wir noch alles? Urlaubsvlogs. Kreuz und quer. Wir sind richtige Internet-Huren. Also auf jeden Fall. Wir würden uns auf jeden Fall auch über ein Like total freuen. Jetzt aber. Tschüssi. Tschüss.